Ja, hallo, ich bin der Vari und interessiert, was das hier ist, dann guckt ihr das Video an. Viel Spaß. Das ist ein ESP32 Cam, ein kleines Mikrocontrollerboard. Und als erstes möchte ich die LED auslöten, die hier on board verbaut ist. Die ist schwimmend aufgelötet und lässt sich, wenn man mit dem Lötkolben von unten gegenhält, relativ einfach entfernen. Dabei wird die zerstört, die ist dann auch nicht mehr verwendbar. Aber man kann an den Kontakten zum Beispiel vielleicht was anderes anlöten. Ein kleines 3-Volt-Relais, ein MOSFET und einen großen Blitz oder eine große Lampe zum Beispiel. Das ist möglich. Als Gehäuse verwende ich eine kleine Schachtel für Fahrradflickzeug. Die hatte ich noch rumzuliegen. Einen kleinen Dremel für einfach ein Loch. So. Das ESP32 Cam Board ist ein programmierbares Experimentierboard. Da ist ein kleiner Prozessor drauf, Wi-Fi ist da drauf, Bluetooth, so, Gefahrensymbole. Man kann die Pins beschalten. Man kann darüber programmieren mit einem TTL-Modul, das verlinke ich unten, und über die Arduino IDE Software. In der Software hatte ich eingestellt AI Thinkerboard und zur Programmierung dann auch AI Thinker. Das Programm dazu, das verlinke ich unten, könnt ihr euch angucken. So, die beiden Pins habe ich rausgezogen. Später habe ich alle Pins rausgezogen, weil mir das Board mit den Pins einfach zu hoch war. Als Spannungsversorgung verwende ich einen alten Nokia Lithium-Ionen-Akku. Ein Ladeteil für Lithium-Ionen-Akkus für 3,7 Volt. Allerdings gibt dieses Board auch nur 3,7 Volt raus. Der ESP32 braucht aber 5 Volt. Daher verwende ich hier einen Spannungsbooster. Der gibt leider 12 Volt raus in seinen Originalzustand, also muss ich den variieren. Da sind zwei Brückenwiderstände aufgelötet. Die sind winzig klein, also nicht mal 1 Millimeter. Je nachdem, welchen man öffnet, hat man eine andere Spannungsversorgung. Ich muss beide öffnen, um 5 Volt zu erreichen. Und da braucht man eine sehr ruhige Hand und ab einem bestimmten Alter auch eine Lupe. So, das ist dieser kleine Widerstand. Der ist so klein, der ist mir von der Hand runtergerollt und dann war er weg. So, den zweiten natürlich dann auch noch. Alle beide offen. Da liegt er. Auf den Schraubstock. Und schon haben wir 5 Volt. Also ein kleines bisschen mehr sogar. Das macht nichts. Der ESP32 kann ein bisschen mehr ab. Es ist sogar besser, ein kleines bisschen höher zu gehen. So auf 5,3, 5,4 ist gar kein Problem. Und schon läuft er. Probieren wir mal aus. Legen wir mal Spannung an. Und das ist das Foto, was der gemacht hat.
Das Ganze klebe ich dann ein mit Sekundenkleber in dieses kleine Gehäuse rein. Am Anfang habe ich das ein bisschen anders drauf geklebt. Ich habe es später nochmal modifiziert, weil den Schalter, den ich hier verwendet hatte, der war kaputt und dann musste ich das ein bisschen ändern. So, probieren wir nochmal aus. SD-Karte. Mit Heißkleber habe ich die Leitungen dann fixiert und wie gesagt später nochmal geändert, weil dieser kleine Schiebeschalter defekt war. So, wie gesagt, ich habe nochmal alles ein bisschen geändert, den Akku umgedreht, das Board da auf der anderen Seite aufgeklebt, angelötet und einen anderen Schalter eingesetzt. Der Schalter war dann doch noch ein ganz kleines bisschen zu hoch. Deswegen musste ich den ein bisschen abfräsen. Da kam wieder der China-Dremel zum Einsatz. Sekundenkleber, ja, der klebt auch gerne an der Haut fest. Sekundenkleber mit Cyanacrylat kann auch verwendet werden zum Wundenkleben. Und der fängt an bei einer bestimmten Temperatur, so etwa bei 40 Grad, fängt er an wieder weich zu werden. Damit ist meine kleine Mini-Kamera fertig. Das Programm ist so ausgelegt, dass es alle 10 Sekunden ein Foto macht. Ich werde diese kleine automatische Kamera auf einen Wildpfad verstecken. Bisschen getarnt mit Laub oder so, sodass vielleicht nur noch die Linse rausguckt. Muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Und dann bin ich mal gespannt, was die so aufnimmt und was da für Tiere langlaufen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken vom Video. Hat eine Weile gedauert, ehe ich das hier alles reingekriegt habe. Und irgendwann später möchte ich das alles zu einer kompakten Wildkamera umbauen mit Raspberry, mit ESP32 und mit einem Tiny 84. Mit Bewegungsmelder, mit Beleuchtung und so weiter und so fort. Aber das seht ihr in einem anderen Video.